Guten Tag, Herr Moreno. Na, geht Ihnen gut? So, jetzt gibt Mittagessen. Einmal Kleidung schützen. So, dann ich hole das Essen. Seit September vorigen Jahres kümmert sich Angeline Nguyen-Ya um die Demenzkranken im Haus Eiche. 12 Uhr Mittag, Zeit fürs Essen. Mit dem alten Menschen zu arbeiten, es macht mir bodenständig, so wir sagen humbling auf Englisch. Und so, ich weiß nicht, wie es zu erklären, aber es ist so schön, ich lerne viel von diesen Menschen, aber bei mir ist es auch besonders, weil ich arbeite mit Leuten mit Demenz und ich habe mich so, also ich lerne so viel über diese Krankheit. Wie bitte? Fällt Ihnen das schwer, Geduld zu haben? Nein, es wird nicht schwer, weil ich glaube, das ist einfach in mir. Die 21-Jährige kommt aus Simbabwe und absolviert ein freiwilliges soziales Jahr in Solingen. Im nächsten Herbst möchte sie eine Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen. Und das ist erst der Anfang. Mein Weg ist vielleicht Ärztin zu sein, aber erstmal im Krankenhaus arbeiten als Krankenschwester. Angeline wohnt auf dem Gelände der Diakonie Bethanien, wie ihre Freundin Nora, die ebenfalls aus Simbabwe kommt. Gemeinsam werden sie auch ihre Ausbildung absolvieren. Das hilft ein wenig gegen Heimweh. Aber daran haben sie sich mittlerweile gewöhnt. Wichtiger für sie ist, neue Dinge zu erfahren und zu lernen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Anderen Leute kennenzulernen, eine neue Sprache kennenzulernen. Es macht viel Spaß. Macht es immer Spaß, in Deutschland Nein. zu sein? Nicht immer. Also das Wetter, erstmal, es ist ganz anders für uns, ja. Und die Sprache auch ist schwierig. Aber ja, also es ist immer so im Leben, es ist nicht immer Spaß. Aber manchmal, es gibt Tage, die anstrengend sind, Tage, die nicht Spaß sind, ja. Aber manchmal gibt es denen eben doch den Spaß, auch im harten Pflegealltag. Gemeinsames Spiel gehört dazu. Die Bewohner sind zufrieden mit ihren Freiwilligen und die mit ihnen. Wir werden hier sehr, sehr gut behandelt. Sie sind fleißig und wollen viel wissensbegierig, wollen viel lernen. Sehr nett. Ich könnte über keinen etwas sagen. Es ist einfach schön, hier zu sein, das hier zu machen. Und wie ich persönlich habe mich selbst bewusst und ich weiß meinen Weg jetzt, was kann ich tun. Und ich bin einfach dankbar dafür. Boah, tolle Frau. Matthias Ruf ist Vorstandsvorsitzender bei der Diakonie Bethanien in Solingen. Sind Ihre internationalen FSJler alle so charmant und können so toll Deutsch wie Angeline? Also im Generellen natürlich schon. Wir freuen uns, dass wir sie haben. Wir sind auch sehr dankbar und wir haben viele tatsächlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ihnen den Weg gezeigt, geholfen, begleitet. Und ja, das zeigt sich auch natürlich bei dem Jahr. Also ich würde sagen, ja, in der Tendenz ja. Aber nicht jeden Tag und nicht bei jedem. Was brauchen die, damit die sich so toll entwickeln bei Ihnen? Ja, erstmal hängt da ein Konzept dahinter, was wir schon lange verfolgen, schon von unseren Diakonissen, schon viele Jahrzehnte lang. Und die Rahmenbedingungen müssen halt stimmen. Das heißt, sie werden gefördert, sie werden begleitet, sie können sich orientieren, sie können auch mal wechseln, so wie Angelina, dass sie mal jetzt zum Beispiel von Seniorenzentrum in die Lungenfachklinik in unser Krankenhaus in Bethanien wechseln kann, das ausprobieren kann. Und sie brauchen natürlich Unterstützung im Gemeinschaftsleben, möglicherweise später, wenn es in die Ausbildung geht, bei der Wohnungssuche, bei den Behörden, bei den Ämtern. Also es gibt ein ganzes Paket, was wir unterstützen. Sind das auch die Hürden, an die Sie stoßen? Also Visa und ja, Deutschkurse, ja, genau. Aufenthaltsgenehmigung. Genau, also wir fördern sie natürlich auch mit Deutschkursen zum Beispiel. Das ist selbstverständlich für uns. Aber wir kommen an Grenzen, vor allem wenn unsere jungen Leute sind ungefähr 50%, die eine Ausbildung beginnen von unseren 40 FSJlerinnen und FSJler. Übrigens, die Hälfte kommt aus anderen Ländern. Und
Ja, bei den die aus dem Ausland kommen, da geht es natürlich vor allem, wenn es in die Ausbildung geht, dann um die Fragen, bekommen Sie noch eine Aufenthaltsgenehmigung? Sind die Zeugnisse alle anerkannt? Wie viele Monate dauert das? Und das ist ein Dreieck. Das bedeutet, ganz genau genommen, wenn wir nicht zum Beispiel die Zeugnisanerkennung bekommen, wenn das Monate geht, können wir Ihnen keinen Ausbildungsvertrag geben. Haben Sie keinen Ausbildungsvertrag, kriegen Sie keine Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, ja, unsere Leute begleiten Sie sowohl während der Zeit, aber auch in Ihrer Freizeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür Verantwortung tragen, wirklich zu den Behörden. Die machen die Anrufe mit und viele, viele andere Dinge. Das klingt klasse und für Angeline lohnt es sich. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, Matthias Ruf.